Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch im Sonntags-Schlabberlook. Ich habe jetzt für euch ein Tutorial fertiggestellt, nämlich gerade, und zwar eine Erweiterung für die Tasche Milo. Für alle, die die Tasche Milo noch nicht kennen, die habe ich hier jetzt oben im Infopunkt nochmal verlinkt. Das ist sozusagen mein Bestseller und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache für euch noch ein paar Erweiterungen in die nächste Zeit. Die erste wird sein, dass wir eine Innentasche nähen mit Gummizug. Das Ganze sieht dann so aus. Man sieht es jetzt nicht so optimal. Genau, aber das Ganze bietet euch viel Platz für allen möglichen Krimskrams, den wir Frauen ja gerne mal haben. Und jetzt geht's los mit dem Nähen. Denkt daran, am Anfang und am Ende einer Naht immer zu vernähen. Schneide das Stoffstück im Stoffbruch zu und lege es rechts aufeinander. Nähe jetzt die offenen Längskanten zusammen. Bügle die Nahtzugabe auseinander und schneide dir ein ca. 30 cm langes Gummiband zurecht. Anschließend wendest du den Schlauch. Lege die Naht mittig und steppe ca. 1 bis 1,5 cm je nach Breite des Gummibandes einen Gummizugkanal an der Längskante ab. Klebe das Gummiband mit ausreichend Tesa an einem Stäbchen fest oder hake es in eine große Sicherheitsnadel. Anschließend fädelst du das Gummiband durch den Tunnelzug. Bevor du das Gummiband komplett durchgezogen hast, nähe das eine Ende mit ein paar Stichen innerhalb der Nahtzugabe fest, damit es nicht mit durchrutscht. Anschließend fädelst du es komplett durch und nähst auch auf der anderen Seite das Gummiband innerhalb der Nahtzugabe mit ein paar Stichen fest. Positioniere die Innentasche auf dem Innenstoffteil C der Tasche Milo mit einem Abstand von 9 cm zum Boden. Achte darauf, dass die mittige Naht jetzt nicht mehr sichtbar ist, sondern auf der Rückseite sozusagen liegt. Nähe die Seiten wieder innerhalb der Nahtzugabe fest und steppe den Boden ebenfalls knappkantig auf dem Innenstoff fest. Ich hoffe, euch hat das Tutorial für die Erweiterung der Tasche Milo gefallen. Und wie gesagt, das war das erste von vielen. Wenn euch die Nähanleitung für die Innentasche mit Gummizug gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keine mehr verpassen wollt, dann abonniert am besten meinen Kanal. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald hier wieder. Eure Christina von Zucker und Zimt Design.